Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der Mo und ich sind gerade am Livestream und wir wollen gleich auch noch ein bisschen Mario Kart zocken und so. Und da will man sich keine Gedanken drum machen, Kopf schon wieder durch, ich muss wieder den nächsten Kopf bauen, müssen wieder Cola machen, dies, das und so weiter. Deswegen und aus gegebenem Anlass, weil also das hier, das kennen wir ja schon. Die Baba Bowl von Hukain, ein Kopf in den 200 Gramm Tabak rein müssen, er aber trotzdem ganz normal auf Pfeifen passt, den kennt man. Jetzt hat sich aber letztens der Robin bei mir auf Insta gemeldet und hat gesagt, Digga, du hast mal gesagt, du hättest gerne eine Smokebox für die Baba Bowl. Und der Robin, der hat mir eine Smokebox für die Baba Bowl gegeben. Die haben sich auch eine gedreht und er hat mir auch noch eine gedreht. Das heißt, wir haben jetzt hier ein HMD für die Baba Bowl. Perfektes Setup. Er meinte, er raucht sie mit 5 Kohlen. Ich bin gespannt. Ich hätte gedacht, man braucht mehr. Ja. Safe. Aber wir gucken einfach mal. Ist auch nicht so dick. Heißt, könnte sein, dass da ordentlich Hitze durchkommt. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall mal testen. Wir werden das Ganze dann auf der Edition 4 Premium rauchen, damit wir schön zu zweit qualmen können. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt auch einfach direkt einen Kopf. Rein in die Masse. Rein in die Masse. Es ist so ungewohnt, ne? Es sieht auch einfach so witzig. Es ist einfach, keine Ahnung, wie diese Figuren, die diese überdimensionalen Köpfe haben und du einfach nicht auf die Proportionen klarkommst, weil wenn du normal so einen Kopf in der Hand hast, weiß ich nicht, ne? Also, und auch depotmäßig. Ja, passt ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Die Baba Bowl wiegt leer 969 Gramm. Wollen wir noch mal gucken, was der HMD wiegt? Der wiegt 176. Ach, das ist gar nicht. Ja gut, ist auch leicht, dünn, das, Alu. Ja, okay. Da, jetzt brauchst du, was kannst du da als Funnelstopfen nehmen? Guck mal hier. Stimmt. Das ist doch perfekt. Ein Molassefänger als Funnelstopfen. Oh, Junge. Oh, das ist so wild. Ich will es gar nicht sehen, ne? Das ist so wild. Ich will es gar nicht sehen, wie viel von meinem Tabak du da reinballerst, ey. So, schon mal ein bisschen verteilen. Das hört aber auch wirklich nicht auf. Wie sollen wir denn mischen? 40% Kaktus noch. Aber warte, mach dir noch nicht zu viel Stress. Wir machen hier jetzt noch ein bisschen von dem Minzshot dran. So, und jetzt kannst du nochmal durchmixen. Das ist im Kopf mixen, das ist wild. Ja, aber für jetzt schon okay, oder? Ich mach da jetzt bestimmt keine 200 Gramm Traube Minze rein, da weine ich ja. Wir klatschen den Eiskaktus jetzt dazu, dann mixen wir das Ganze mal ordentlich. Im Kopf, wohlgemerkt. Ja. Sag mal Stopp. Mhm. Warte, ich gehe noch kurz was essen, mein Auto waschen, bisschen aufräumen. So. Also ich glaube, wir können ja schon ein Stück unterm Rand, können wir ja schon bleiben. So, oder? Und jetzt nochmal irgendwie da gescheit drin rummischen. Das ist wild. Aber es riecht geil. Boah, ich habe lange keinen Eiskaktus mehr geraucht. Hab ich Bock. Junge, wie viel Tabak das einfach schon ist. Das reicht schon einfach für 3 Tage rauchen, ne? Ja, wir machen noch ein bisschen rein. Ja, safe. Also da muss auf jeden Fall noch. Oh, mein schöner Bloody-Pan. So. Hier ist übrigens nochmal, ne? Das ist die Smokebox im Close-Up. Ist schon anders wild. Ich glaube, das ist jetzt wirklich vollkommen. Ey, guck mal, die geht wirklich noch ein ganzes Stück rein, ne? Ja gut, ich kann das auch verteilen, dann sollte es passen. Probier mal. Ja, mach mal so den Rand noch so, genau. Okay, komm, wir gehen mal über den Rand, dann legen wir mal die Smokebox rein. Gucken wir mal, wir legen die einfach mal rein. Also ihr seht, gerade ist sie sauber. Der hat Kontakt, der hat richtig Kontakt. Ja, hier. Aber es geht. Ich würde sagen, so kann man es machen, oder? Okay, also das hier ist unser Kopf. Ihr seht, wir haben leicht unter den Rand gebaut. Aber Ding ist halt auch, dass diese Smokebox hier, wie gesagt, nochmal ein ganzes Stück nach unten geht. Das hier liegt schön auf dem Kopf auf und das hier liegt schön im Kopf. Und wir haben halt auch wirklich nur ganz am Rand die Löcher. Das heißt, die Luft, die hier reinkommt, die heiße, muss wirklich hier komplett vorbei, bis sie dann beim Funnelloch ankommt. Und so sieht unser gebautes Köpfchen hier aus. Sehr, sehr wilde Nummer. Und ich würde sagen, wir machen den unten mal noch ein bisschen sauber, weil da war sehr viel Molasse auf dem Tisch. Vielleicht war das nicht so eine gute Idee, den Molassefänger umgekehrt als Funnelstopfen zu benutzen, aber the more you know, ne? Also ihr seht, wir haben 1,13 Kilo. Das müssen doch genau, also falls mich meine schlechten Mathe-Skills nicht wieder... Taschenrechner. Der schlaue Fuchs, weißt du? Wie viel haben wir? 900? Ich glaube 969, aber der Chat wird es uns gleich sagen, wenn wir drüben sind. 161 Gramm. Ihr seht es einfach trotzdem nicht, ne? Das sieht so krank aus. Kannst du keinem erzählen, ne? Stabil ist halt auch was anderes, ne? HMD ausbrennen, ja, da hängt jetzt halt schon Tabak dran. Ich glaube, wir müssen einfach damit leben, oder? Vielleicht wird der auch wirklich extrem gut gereinigt. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wären da Rückstände dran. Also eigentlich solltet ihr es auf jeden Fall ausbrennen. Ist doof, das jetzt nicht zu machen, aber ich würde sagen, for the sake of the video, machen wir es jetzt einmal ohne. Unsere Kohle ist ready, dann hau mal rein, Meister. Die Frage, wie platzieren wir das Ganze jetzt? Einfach mal so. Ich würde sagen, nicht direkt über den Schlitzen. Ja, so. Und jetzt fangen wir erstmal mit 5 an, oder? Ja, safe. So?
Sieht irgendwie so leer aus, oder? Ja. Ja, wir gucken mal, wie es ist. Ja, wir gucken. Ich würde am Start noch 2 Kohlen dazulegen. Der Robin hat gesagt, der raucht das mit 5 Kohlen. Ja, gut, probieren wir es einfach mal mit 5 Kohlen. Yes. Weil wenn wir den jetzt verkacken, dann ist richtig scheiße. Dann ist RIP. Wollen wir uns mal... Ich bin gespannt. Mo. Ja. Auf schöne 8 Stunden. Cheers. Cheers. Durchzug ist okay. Durchzug ist echt okay. Schmeckt jetzt auch nicht Smokebox ekelhaft mäßig. Im Moment haben wir 5 Kohlen drin. Klappt auch gut mit 5. Bis jetzt gut. Also dafür, dass das, würde ich sagen, voll die Anrauchphase ist, bin ich überrascht. Ich hätte gedacht, es kommt weniger beim ersten Zug. Na, ist ein bisschen stark, ja? Ja, das haben wir da mal 3 Flocken Kontakt, ne? Ja, ja. Funktioniert. Krass. Funktioniert. Mo und Marvin, Gefahr, Smokebox nicht ausgebrannt, Risiko. Ja, so ist das. Ihr seid mir ja schon ein bisschen auf die Nerven gegangen auf Insta, dass ihr unbedingt sehen wolltet, wie dieses Ding funktioniert. Von daher haben wir das jetzt mal gemacht. Ja? Das kann sein, funktioniert. Kannst du keinem erzählen. Wie viele Köpfe hast du gestern geraucht? Nur einen. Du hast nur einen Kopf. Ja, aber 8 Stunden. Weißt du? Ich glaube, das wäre das perfekte Setup für auf die Arbeit. Kannst du ja sagen, auf stimmt, der Arbeit stimmt. Ein Kopf. Nur ein Kopf, Bruder. Wenn du nach Hause kommst, nur ein Kopf. Ja, safe. Frau, heute nur ein Kopf. Lasse, das APS haben wir jetzt gar nicht eingestellt. Lass da mal drüber, Junge. Kannst du noch ein Bratwürstchen drüber? Ab geht's. Noch so ein Sieb noch drauf. Grillen. Bratwürstchen rein in die Masse. Ich finde, er könnte noch ein Ticken mehr Hitze. Ich würde erst sagen, wir klopfen mal ab, drehen mal. Weil bis das ganze Stück warm ist und der Kopf warm ist, zieht das bestimmt viel Energie aus der Kohle. Und dann können wir uns das ja mal angucken, was da so geht. Okay, die sind aber auch schon bedeutend kleiner geworden. Magst du mal den Kohlekorb reichen? Yes. Oder magst du einfach abklopfen? Ultra heiß da oben drin. Ja, also wenn man hier drüber geht, das ist wirklich eine Hitze, sogar hier schon. Also so weit weg, ich kann meine Hand da nicht lange lassen. Nächstes Mal wirklich mit Würstchen und so einem... Ja, aber dann tropft uns da so das Fett rein. Egal. Wir brauchen so eine Wanne. Stimmt. So eine Wanne, wo es nicht raustropft, dann geht das bestimmt. Wollen wir noch eine dazu machen? Bisschen verteilen. Die nochmal so ein bisschen nach außen legen, guck mal. So vor die Löcher. So, 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 so. Und dann passt auch da noch eine. Hier, guck mal. So. Ah! So, oder? Es sieht fast ein bisschen. Aber die Hitze, Leute, diese Hitze. Boah! Ey, wenn du da deine Hand hinhältst, das ist. Also hier ist sehr heiß. Hier hält ich es nicht mehr aus. Also kurzzeitig, du kannst. Klar, du kannst hier mal so drüber gehen, ne? Boah. Okay, du kannst. Nee. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir 6 Kohlen drin. Aber Rauchentwicklung ist aber auch Maschallah, ne? Ja, geht schon was. So, wir haben jetzt den ersten Satz Kohle durchgeraucht. Wie lange ist das Köpfchen jetzt an? Ich weiß es nicht. Eine Stunde ungefähr. Ja, eine Dreiviertelstunde. Ja, also ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Wir haben jetzt Kohle angemacht, um nochmal nachzulegen. Wir werden euch nochmal updaten, wie lange wir es jetzt rauchen. Wir haben bis eben gestreamt. Jetzt werden wir im Stream ein bisschen Mario Kart zocken. Mal gucken, wie lange wir Bock haben und mal gucken, wie lange wir Bock auf das Köpfchen haben. Aber bis jetzt läuft der super. Also die Smokebox ist echt super geworden. Props an die Jungs. Krass. Safe. Top. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut, so professionell ist. Ja. Fühlt sich nach einem fertigen Produkt an. Es ist, der Gag ist halt geil. Eigentlich müsste Hukain hingehen und die Jungs dafür bezahlen, dass sie das entwickelt haben und das als Produkt rausbringen. Und Rauchentwicklung ist auch die ganze Zeit geil. Wir haben mittlerweile 7 Kohlen drin. Von anfangs 5. Genau. Eine nachgelegt und jetzt genau, dann wurde es ein bisschen weniger, haben wir abgeklopft, eine dazu. Ja. Weiter geraucht, wurde wieder ein bisschen weniger, abgeklopft, wieder eine dazu. Und jetzt sind die langsam durch und unser nächster Satz Kohle geht an. Aber bis jetzt ist wirklich Killer. Also funktioniert läuft top. Super. Ja. Hätte ich nicht gedacht. So gut hätte ich es auch nicht erwartet. Ja. Wir sind gespannt, was noch passiert. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Mario Kart und dann gucken wir mal noch, wie lange wir noch Bock drauf haben. Ne? Aber wenn euch das Video gefällt, Leute, Daumen nach oben, Abo und einem Shisha-Buddy schicken. Das muss. Dafür, dass wir 200 Gramm Tabak verschwendet haben, was sehr weh tut. 161. Ja, Entschuldigung, 161. Fast 200. Okay, wir haben jetzt die ersten paar Runden Mario Kart gespielt, unser erstes Turnier. Den nächsten Satz Kohle haben wir drauf und jetzt haben wir gerade 4 drin. 5 jetzt, ich hab eine nachgelegt. Aber meinst du, es geht sogar noch was? Ich glaube, eine geht gleich noch, ja. Aber es läuft immer noch so. Also Rauchentwicklung ist okay, könnte aber mehr sein. Aber bis jetzt sehr gut. Wir gehen jetzt ins nächste Turnier, diesmal 200cc. Dann gucken wir mal wieder, wie das Köpfchen ist. So, nächstes Zwischenfazit. Wir sind immer noch am Rauchen, immer noch am Zocken. Yes.
Ding läuft jetzt 2,5 Stunden oder sowas? Ja, ein bisschen was. 2,5 Stunden haben wir die Aufnahme gestartet. Irgendwas zwischen 2 und 2,5 Stunden. Sagen wir einfach 2 Stunden 15. Das Ding läuft noch wie am Anfang, ne? Also ich glaube auch ganz ehrlich, das wird heute kein anderes Fazit mehr geben. Also bis wir aufhören zu zocken, wird das Ding durchballern. Safe. Wir könnten jetzt nochmal Kohle auflegen, eine komplett neue Runde. Ja. Und dann wäre es wieder komplett. Dann wäre es wieder geil. Also wir haben es immer so gemacht, dass wir, wie gesagt, je mehr die Kohle kleiner wurde, umso mehr Kohle haben wir draufgelegt. Also wir haben praktisch 5, 6, 7. Ja. Und dann haben wir wieder 4 neue rein und dann wieder 5, 6, 7 und dann haben wir wieder 4 neue rein. Damit der Hitzeschock nicht so krass wird. Ich glaube, du kannst das Ding ewig rauchen. Ja, safe. Also wir sind gerade mit 7 Kohlen am Rauchen. Ja. Sind jetzt relativ klein, aber... Weißt du, was wir gleich machen? Wir fahren jetzt noch ein Ründchen Mario Kart und dann bauen wir den mal auseinander und gucken mal, wie der Tabak aussieht danach. Weil ich glaube, da wird noch viel gut sein. Safe. Packen wir dann wieder ein, können wir morgen wieder rauchen. Ja, easy. Ja. Also wir haben jetzt einfach alles an Kohle reingelegt, was wir noch da haben. Wie viele sind das? Keine Ahnung. 13. Ihr könnt ja nachzählen, wenn es euch juckt. Aber viel. Einfach einiges, ne? Einiges, sage ich mal. Aber wir sind halt auch nicht mehr so groß. Nee, aber winzig. Ja, ja, safe. Ja, bist ja jetzt erstmal noch eine Stunde beschäftigt hier. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ey. Sieht so funny aus. Fühlt sich auch so maximal falsch an. Boah, hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Nö, fast nix. Ja, da unten ist noch... Fast neu. Oh ja, da sieht man's. Also das ist gerade mal die oberste Schicht. Ich würde sagen, wir haben ein Drittel vom Tabak. Ja, ein Drittel würde ich auch sagen. Und der ist auch noch super feucht, ne? Ja, ultra. Also wenn du da drin rummachst, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der mobilen Cam hört. Er ist neu. Ist einfach ein Neutabak. Okay, Mo, wie lange haben wir den geraucht? Wir sind jetzt bei 3 Stunden Aufnahme. Ich glaube... Haben wir den 2,45 haben wir den geraucht. Also, und wir haben eben gesehen, da war nix weg. Also, fast nix. Also ich glaube, ein Drittel haben wir durch. Also den hättest du safe noch... Locker 3-mal so lang. Ja. Locker. Ja. Locker. Also sagen wir mal, wir haben 2,5 Stunden geraucht, dann hätte man locker 7,5 Stunden zu zweit rauchen können. Safe. Wir haben jetzt nur, was heißt Fehler? Wir wussten ja, es ist jetzt mittlerweile 14:45, der Mom ist morgen früh raus, irgendwann müssen wir Feierabend machen. Aber hätten wir da konstant Kohle nachgelegt, hätten wir den locker 6, 7, vielleicht 8 Stunden also rauchen können. Ja, stimmt, das was... man sagt. Ja, was schon. Man so im Internet hört. Irgendwann müssen wir es nochmal drauf anlegen, dass wir so ein Ding einfach so lange rauchen, wie es geht. Eigentlich wäre das was für den 16-Stunden-Stream. Aber so viel auf jeden Fall zu unserem Test von der Baba Bowl. War wild. Es war geiler als gedacht. Wirklich viel geiler als gedacht. Aber höher bauen. Ein bisschen höher. 160 Gramm war zu wenig. Vielleicht zwischenzeitlich auch ein bisschen mehr Hitze geben. Ja. Aber sonst. Top. Einwandfrei. Top. Wirklich krasser Kopf. Das mit dem HMD ist geisteskrank. Wenn ich ihn euch verlinken darf, dann packe ich euch noch meinen Kommentar. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, Abo da lassen. Mo. Muchas gracias. Heute waren wir sehr wenig in Gefahr. Sehr, sehr wenig in Gefahr. Außer HMD nicht ausgebrannt. Ja. Risiko. Mini-Gefahr. Bisschen Gefahr muss immer dabei sein. Leute, das war's für das Video. Kuss fürs Zuschauen.